und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge waren wir irgendwo mitten in den Sümpfen und da hieß es, wir sollten jetzt wieder zu unserer Freundin zurückkehren. Ich meine, Namia. Ich vergesse den Namen immer. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall... Nee, Famia, genau. Das werden wir auf jeden Fall in dieser Folge tun. Ich benötige eine Ruhepause. Oha, störe ich sie gerade bei irgendeinem Schäferstündchen oder so? Hallöchen? Warte. Ihr seid zurück. Fabelhaft. Einige meiner vermissten Freunde haben mich schon aufgespürt und mir Geschichten über eine wagemutige und feurige Rettung erzählt. Wunderbar. Was ist da draußen geschehen? Ja, es war feurig, ne? Die Schwarzgarde hatte eure Freunde entführt. Eine Totwasserkriegerin namens Jaxik Orn half mir, sie zu befreien. Dann hat euch der Totwasserstamm tatsächlich geholfen? Was für eine faszinierende Entwicklung. Angesichts eures Heldenmuts und Jaxik Orns roher Kraft bin ich mir sicher, dass ihr es diesen Grobian gezeigt habt. Ich traue mich kaum, das zu fragen, aber was hat die Schwarzgarde über das Residuum in Erfahrung gebracht? Nein, die haben mir nicht geholfen. Sie hat mir geholfen. Sie ist nicht ihr Stamm. Genug, da bin ich mir sicher. Wir sollten davon ausgehen, dass sie alles weiß, was ihr wisst. Wohlan denn. Wir haben keine Zeit zu vergeuden. Wir werden unsere Anstrengungen verdoppeln. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Schläger etwas derart Kostbares wie das Residuum an sich reißen. Aber ich bin zu vorschnell. Wir sollten diese Angelegenheit wahrscheinlich mit Cassandra besprechen. Xukas und Jaxik Orn schienen nur sehr zögerlich über das Residuum sprechen zu wollen. Mann, das sind aber auch Wörter. Das ist keine Überraschung. Trotzdem müssen sie verstehen, dass wir nur helfen wollen. Xukas weiß, dass meine Motive reiner Natur sind. Und diese Totwasserkriegerin hat bewiesen, dass sie zur Zusammenarbeit gewillt ist, wenn es die Lage erfordert. Wir werden sie für uns gewinnen. Dessen bin ich mir sicher. Na gut. Ihr kehrt also siegreich zurück. Ihr habt meinen aufrichtigsten Dank und den der Erkunder, die ihr gerettet habt. Nun zu den Schwarzgardisten. Wir sollten davon ausgehen, dass sie von unseren Freunden und den Totwasserkriegern eine Menge erfahren haben. Würdet ihr mir da nicht zustimmen? Ja, sie nehmen einiges auf sich, um das Residuum zu finden oder zumindest Wissen über es zu erhalten. Bedauerlich. Als Fachfrau in Sachen argolischer Archäologie kann ich euch sagen, dass die Vorstellung einer dieser unwissenden Schläger könnte eine solch kostbare Antiquität in die Finger bekommen, in mir größtes Unbehagen auslöst. Erwähnten Sie, warum Sie diesen Gegenstand suchen? Sie meinten nur, dass jemand bereit wäre, eine Menge Gold für Wissen darüber zu bezahlen. Ich habe einige Erfahrungen mit Reichtum. Mhm. Vor einem Haufen Halsabschneidern mit Gold zu klimpern, ist ein Akt reiner Verzweiflung. Diese Person ist entweder ein Narr oder ein Opfer irgendeiner Obsession. So oder so dürfen wir nicht zulassen, dass dieses Residuum in ihre Hände fällt. Und was ist euer Plan, um sie aufzuhalten? Das können wir gleich besprechen. Zunächst einmal schulden wir euch eine beachtliche Summe. Es ist nur fair, dass wir das begleichen. Ich hoffe, das ist ausreichend. Ich kann euch versichern, da kommt noch einiges mehr, wenn ihr euch uns anschließt. Wieder habt ihr meinen Dank. Und wir erhalten einen erfüllten Kopf vom Set Hellhalsstolz und einen Fertigkeitspunkt. Ihr habt schon sehr viel für uns getan. Ich frage mich, ob ihr gewillt wärt, noch ein bisschen mehr zu tun. Auch wenn sich Famia als unerschütterliche Gefährtin erwiesen hat, glaube ich, dass unsere derzeitige heikle Lage jemanden mit etwas mehr Geschick erfordert, falls die Dinge gefährlich werden sollten. Ich verstehe. Meint ihr allerdings wirklich, dass wir diesen Residuum nachspüren sollten? Das tue ich. Einer eurer hier geborenen Gefährten hat euch davon abgeraten, nicht wahr? Glaubt mir, ich kann das nachvollziehen. Doch trotz meines Lebensstils bin ich nach wie vor eine Argonierin. Sogar eine mit üppigen Mitteln.
Wer wäre ich denn, wenn ich diesen Reichtum nicht einsetzen würde, um meinem Volk zu helfen? Streng genommen eine Verräterin. Ach, Entschuldigung. Ihr wollt mich also dafür bezahlen, dass ich das Residuum finde? Ja. Ihr steht ganz klar an der Speerspitze eures Metiers. Mir würde niemand einfallen, der geeigneter wäre, diese Unternehmung zu leiten. Ihr und Xukas habt euch einander angenähert, nicht wahr? Er weiß gewiss eine Menge über das Residuum. Bitte, überzeugt ihn davon, dass wir nur helfen wollen. Na schön, ich suche Xukas und bringe so viel über das Residuum in Erfahrung, wie ich nur kann. Habt Dank für eure bisherigen Bemühungen und für die Errungenschaften, die euch noch gelingen werden. Ich habe in Alten Merlil zu tun. Vielleicht können wir uns dort wieder zusammenfinden, sobald ihr eure Nachfragen bei Xukas getätigt habt. Die redet so überheblich, ne? Cassandra ist ein ungewöhnlicher Name für eine Argonierin. Das ist er. Ich habe den Großteil meiner Jugend in Cyrodiil verbracht. Mir den Kleidungsstil, die Gebräuche und einen Namen der Kaiserlichen zuzulegen, hat mir vieles erleichtert. Hier in Trübmoor macht es die Dinge dafür nur komplizierter. Einer der vielen ironischen Begleitumstände meines Lebens. Wurdet ihr in Cyrodiil geboren? Nein. Ich bin in Morrowind geschlüpft. Ihr müsst mir verzeihen, wenn ich das nicht näher ausführe. Das war eine sehr schwierige Zeit. Eine, die man am besten vergisst. Oder, wie meine hiesigen Eigeschwister gern sagen, möge sie einfach vorüberziehen. Wenn ihr als Sklavin geboren wurdet, wie hat ihr dann dieses Vermögen gemacht? Auf dem Markt für Altertümer. Das sollte sicher niemanden überraschen. Ich weiß, dass ich ein wenig steif geworden bin. Aber in meiner Jugend war ich eine recht gute Erkunderin. Ich habe mehrere unberührte Aileiden-Ruinen entdeckt und ihre Schätze für ein hübsches Sümmchen versteigert. Ihr seid also eine Schatzjägerin? Wohl kaum. Die Aileiden haben meine Vorfahren sehr schlecht behandelt. Ich sehe das Ganze lieber als einfache Reparationen. Jedenfalls sind meine Geschäftsinteressen mittlerweile rein wohltätiger Natur. Wie Famia geht es mir nur darum, argonische Relikte für zukünftige Generationen zu erhalten. Ist das der Khajiin-Jat-Kristall hinter euch? Das ist er tatsächlich. Ihr habt sehr scharfe Augen. Ihr solltet wissen, dass der Kristall eine beachtliche Entdeckung darstellt. Wackersteine wie dieser sind nur sehr schwer zu finden. Was ist ein Wackerstein genau? Hat euch Famia das nicht erzählt? Wackersteine sind geheimnisvolle Kristalle, nicht unähnlich den aileidischen Welkensteinen. Unsere Vorfahren nutzten sie, um die rohe Magika zu bündeln, die von der Sonne herabfällt. Daher auch ihre strahlend gelbe Farbe. Auf jeden Fall sehr mächtige Relikte. Habt ihr vor, sie für irgendetwas zu verwenden? Wenn sich die Gelegenheit bietet, dann vielleicht. Ich vermute, dass manche uralte Relikte Wackersteine benötigen, um Energie aus ihnen zu ziehen. Aber keine Apparate zur Herbeiführung des Weltuntergangs, versprochen. Wisst ihr, was das Residuum von Argon ist? Ein Gegenstand von beachtlicher historischer Bedeutung und arkaner Macht. Es gibt kaum gesicherte Erkenntnisse über das Residuum, doch ich kenne einige wenige davon. Die Ältesten der Argonier bezeichnen es oft als heiliges Ei oder Xaltitil. Eier bergen stets etwas in sich, nicht wahr? Was glaubt ihr, was das Residuum in sich birgt? Antworten. Über die Hists, ihre Anfänge, ihre Kräfte, ihre Absichten. Das Einzige, was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass das Residuum nicht einfach Münzen oder uralten Schnickschnack enthält. Das Residuum ist ein Gefäß für große Macht. Wir müssen vorsichtig sein und uns gut vorbereiten. Irgendwie klingt ihr so ein bisschen wie ein Antagonist, ne? Was habt ihr vor, mit diesem Residuum von Argon anzufangen, falls wir es finden? Was immer am besten für die Leute in Trübmoor ist. Ich werde nicht handeln, ohne zuvor ihren Rat einzuholen, falls es das ist, worum ihr euch sorgt. Noch einmal. Ich mag zwar gewissermaßen eine Außenstehende sein, aber ich bin auch zugleich eine Argonierin.
das ist für mich keine rein akademische Übung. Stammen eure Ahnen ursprünglich aus Trübmoor? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ein Großteil unserer Geschichte wurde meinen Eilvätern schon Jahrhunderte vor meiner Geburt von den Dunkelelfen gewaltsam ausgetrieben. Unsere Halter setzten alles daran, unsere kulturelle Identität auszulöschen, wisst ihr? Das machte uns wohl leichter beherrschbar, vermute ich. Ja, kommt mir sehr bekannt vor. Hat der Umzug nach Trübmoor geholfen? Ihr meint, ob der Hist zu mir gesprochen hat? Ich würde darüber im Augenblick lieber nicht reden. Das ist ein Gespräch für einen anderen Zeitpunkt. Mhm. Okay. Spricht Mixukas. Wo ist der? Ist der jetzt hier irgendwo im Dorf? Oder muss ich den jetzt schon wieder irgendwo unterwegs aufgabeln? Danach sieht es nämlich aus. Der ist schon wieder irgendwo... Ich wollte gerade sagen, irgendwo ganz oben. Na gut, dann mache ich mich jetzt mal eben auf den Weg und wir sehen uns gleich bei ihm wieder. Komischer Weg, aber da bin ich. Ah, Beko. Ich würde lügen, wenn ich sagte, ich hielte dies für unerwartet. Willkommen in meiner Heimat, dem Hellhalsdorf. Gemütlicher als Lilmut, meiner Meinung nach. Was führt euch her? Lasst mich mal raten. Gameplayerin. Gameplayerin, nicht Beko. Nein, ich weiß, das ist so eine Anrede. Ich muss das Residuum von Argon finden. Natürlich. Diese Angelegenheit mit dem Residuum. Ihr müsst begreifen, dass es so zerbrechlich wie das Ei eines Marschrotkehlchens ist. Ungeachtet dessen vertraue ich auf euer Herz. Und ganz offen gestanden können wir die Hilfe gebrauchen. Hellhälse sind Unterhändler, keine Krieger. Und hier braut sich ein Krieg zusammen. Hab Dank. Was machen wir jetzt? Alle Antworten liegen beim Hist. Die Frage ist nur, ob man hört, was er zu sagen hat. Klangmacher Shuvu kann uns helfen. Unser Hist spricht durch den Wind, wisst ihr? Seine Worte rascheln durch die Zweige und unsere Windspiele singen seinen guten Rat. Poetisch, nicht wahr? Wo kann ich diesen Klangmacher Shuvu finden? Der alte Shuvu verbringt seine Zeit im Hain der Klänge im Westen des Dorfs. In meiner Jugend lauschte ich den Windspielen ohne Unterlass. Das ist ein sehr guter Ort. Wenn ihr jetzt gleich dorthin geht, schließe ich mich euch an. In Ordnung. Suchen wir Klangmacher Shuvu im Hain der Klänge. Ihr werdet Windspielmacher Shuvu mögen, glaube ich. Sehr weise und sehr freundlich. Wie einer eurer Bellhunde mit grauer Schnauze. Machen wir uns auf den Weg zum Hain. Warum musst du immer alle mit Hunden vergleichen? Wisst ihr persönlich viel über das Residuum? Das Residuum? Es ist nichts, was man weiß, sondern etwas, was man spürt. Wie Regen auf den Schultern oder einen flüchtigen Hauch von Zimtgras. Außenstehenden kann man das nur schwer erklären, glaube ich. Versucht es. Das ist nur gerecht. Als ich noch ein Schlüpfling war, erzählte mir eine sehr betagte Nahesh-Älteste eine Geschichte von einem verlorenen Stamm. Einem, der weit weg in Häusern aus Stein lebte. Sie sprach nicht vom Residuum, doch sein Name schlug in meinem Herzen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weiß dieser Stamm etwas. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo er hin ist? Mein Wissensbaum trägt keine Früchte. Verzeiht mir, Beko. Es ist sowieso besser, diese Dinge gemeinsam in Erfahrung zu bringen. Für euch zumindest. Denkt doch nur einmal nach. Wenn ich wüsste, wo das Residuum ist, hätte ich es inzwischen wahrscheinlich längst versteckt. Dann würdet ihr es nie zu Gesicht bekommen. Erzählt mir vom Hain der Klinge. Ist der Name denn nicht klar? Das ist ein Hain voller Klänge. Wow, ich hätte jetzt mit was anderem gerechnet. Was hat das mit eurem Hiss zu tun? Manche Leute meinen, dass der Hiss so zu uns spricht, wie ich zu euch spreche. Indem er Worte verwendet, wisst ihr? Wir nennen das Kuhubo, die Mundsprache. Sehr selten, Beko. Die meisten Hiss sprechen ohne Worte. Im Hellhalsdorf spricht der Hiss durch die Musik von Windspielen. Okay,
Das ist da hinten. Frage ist... Oh ja, doch, das ist nur den Weg entlang. Guten Tag. Irgendwo hier. An diesem wunderschönen Seerosen vorbei. Sprech mit dem Klangmeister. Ist das der? Nee, das ist der nicht. Ah, da ist er doch. Ist das... der kleine Xukas kommt seinen alten Freund im Hain der Klänge besuchen. Er ist jetzt immer so beschäftigt. Ich erinnere mich noch, als er kaum höher als das Kepogras war. Und ihr, Schwarzgardetöterin, was kann ein steifbeiniger Klangmacher für euch tun? Nicht die Mama, nicht die Mama! Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, was ich damit meine. Ich muss euren Hist nach dem Residuum von Argon fragen. Residuum von... Oh je, das ist keine kleine Frage, Xukas Freund. Seht euch um. Jedes dieser Windspiele lässt einen Vielklang von Melodien ertönen. Aber jedes hat nur einen dieser Vielklänge. Das eine Windspiel spricht von Eiern und vom Schlüpfen. Ein anderes vom Tod und vom Ende von Reisen. Also brauche ich ein bestimmtes Windspiel, eines, das vom Residuum erzählt? Ha, die Ojel ist schlau, Xukas. Ja, meine Hände haben jedes Windspiel geboren, das ihr hört. Aber das Residuum? Nur ein Windspiel kann seine Wahrheit singen. Eines, das von sonnengesegneten Händen in alten Zeiten geboren wurde. Älter als die Eimutter meiner Eimutter. Ein Windspiel, so alt wie unser Stamm. Wo ist dieses Windspiel? Weggeschlossen, verborgen unter Schlamm und verlorenen Erinnerungen. Ihr müsst eines verstehen. Unsere Eiväter wollten nicht, dass diese Wahrheit frei vom Wind getragen wird. Doch Xukas vertraut euch. Und deshalb vertraue auch ich euch. Geht zum Welkgewölbe. Holt das Windspiel. Gemeinsam werden wir die Wahrheit erfahren. Nun gut, ich werde das Windspiel aus dem Welkgewölbe holen. Das Welkgewölbe ist weit im Norden des Dorfes. Ich würde euch führen, aber meine Knie sind steif wie Holzscheite geworden. Der kleine Xukas kann euch helfen. Da habe ich keine Zweifel. Doch seid gewarnt. Selbst Hellhälse, die das Moor wie ihre Schuppen kennen, sind dort in Gefahr. Ihr kennt Xukas also schon eine lange Zeit? Noch bevor er geschlüpft war. Ich nannte ihn den kleinen Stumpf. Er stellte sich unter den Lauschbaum und starrte hinauf in die Äste. Er lauschte. Ständig lauschte er. Ich dachte, dass er eines Tages meinen Platz einnehmen würde. Warum hat er das nicht? Das solltet ihr ihn fragen. Baumhirtin Pavo sah den alten Saft in Xukas. Sie machte ihn zu einem Wurzelherold und seine Tage wurden kurz und mager wie ein unterernährter Guar. Irgendwann hatte er keine Zeit mehr zum Lauschen. Stört euch das? Alles ist, wie der Hist wünscht, dass es ist. Eines Tages, wenn er alt und dünn geworden ist wie ich, kehrt er vielleicht in den Hain zurück. Bis dahin verrichtet er das Werk des Stamms. Darin ist keine Schande. Überhaupt keine. Kann ich noch mit ihm reden? Das Welkgewölbe? Seht so. Ich würde nicht dorthin gehen, wenn es sich vermeiden ließe, Beko. Ich stürzte einst als Schlüpfling hinein und schwor, dass ich nie wieder zurückkehren würde. Es ist ein schlimmer Ort, voller schlimmer Dinge. Der perfekte Ort für ein heiliges Windspiel, oder? Ha. Ja, er hatte gesagt, dass ich mit ihm reden soll bezüglich das, was er eben gesagt hat, aber gut. Der Pfad zum Residuum ist wie eine Schlange. Ich kriege immer Steine in die Sandalen, wenn ich die Lichtung verlasse. Der Sumpf hier ist sehr dicht. Ganz anders als die kleinen Matschpfützen in Lilmut, schätze ich. Matschpfützen? Ich glaube, hier oben... Auf dieser Lichtung wächst Leviathans. Ich kann mir das hier nicht als Hellhalsrevier vorstellen.
Sehr wenig Wind ohne Samen. Ist das nicht schön, wenn man immer wieder unterbrochen wird? Kommt nichts Gutes. Beeilen wir uns. So, dann komm, hier ist der Eingang. Ich fürchte, in diesem Gewölbe finden wir noch... Warum müssen die immer reden, sobald ich gedrückt habe? Die Nahesh-Ältesten sprechen nie von diesem Ort. Nicht einmal mit mir. Bleib wachsam, Beko. Hallöchen, wo kommst du denn her? Bist du das Haustier? Die Windspiele. Sie singen ohne Wind. Gleich Wortform. Kaork, ich hasse das. Na, wir klauen uns mal einfach dieses riesige Windspiel, kein Thema, und laufen wieder zurück. Komm mit. Gute Arbeit, Beko. Gehen wir zurück ins Hellhalsdorf. Ja, ein, halt, stopp. Den wollte ich noch eben anklicken. So. Gut, dann reiten wir wieder zurück. Jetzt muss ich erstmal gucken. Hier war doch gerade irgendwo so ein Bogen, wo ich durch... Ah, ja, genau. Wo ich durchgeritten bin. Und jetzt laufe ich ganz doof. Weil da nämlich genau das passiert, was ich verhindern wollte. Ich stürze zu tief in die Tiefe. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das hier weiß wird. Aber nein, es will nicht weiß werden. Na gut. Irgendwo hier ist nämlich, wahrscheinlich unter einem Stein hier drin, ist nämlich eine Station, eine Craft-Station. Wollte ich eigentlich aufdecken, aber wenn die das nicht wollen, dann halt nicht. Hallo. Bleibt doch nicht immer an jedem Stöckchen hängen hier. Eine Bestie, die im Weltgewölbe nistet und das Windspiel verdirbt? Da schwillt mir der Zorneskamm. Bleib ruhig, alter Shuvu. Das will doch niemand sehen. Tsukas, verrat mir dein Geheimnis. Bist du geportet oder was? Der Wind heißt euch willkommen, Tsukas Freundin. Ihr habt das Residuum-Spiel? Bitte schenkt den Schuppen meiner alten Echse Ruhe. Die Bestie, die Tsukas erwähnte, sie hat weder daran genagt, noch Wasser darauf tropfen lassen, oder? Nein, es scheint in Ordnung zu sein. Was geschieht jetzt? Der Hist sei gepriesen. Bringt das Windspiel zum Lauschbaum und hängt es dort auf. Wenn ihr bereit seid, haltet ihr diesen Gebetstein und konzentriert euch. Wenn ihr ein gerechtes Ziel verfolgt, wird der Hist antworten. Wenn nicht, dann werden wir uns einen besseren Platz suchen, um dieses Windspiel zu vergraben. Ich werde das Windspiel aufhängen. Ich sehe es aber nicht auf der Karte. Ist das da ganz oben? Ach so, hier in der Mitte. Ah, okay. Perfekt. Nun geht genau zur Mitte der Lichtung und richtet das Geheimnis des Residuums auf den Gebetstein aus. Mitte der Lichtung? Von hier aus jetzt, oder wie? Ah, okay. Also, so, jetzt stehe ich in der Mitte. Wir suchen euren Rat und bitten um den Segen eures Liedes, Saft, Mutter und Astvater. Hört unser Flehen und sprecht die Wahrheit des Residuums. Ich höre nichts. Ein vielstimmiges Wispern, mehr nicht. Das kann nicht sein. Wartet, ich höre es, Shuvu. Ich höre es. Der Hist singt die Wahrheit des Residuums. Im Ernst? Ha! Ah, kleiner Tsukas, ich wusste, ihr habt das Herz eines Windspielmachers. Kommt und sagt uns, was ihr hört. Ich wollte sagen, lauft doch jetzt nicht weg. Ich bin verwirrt. Shuvu ist der weiseste Lauscher des Stammes. Wie konnte er nichts hören, obwohl ich es so deutlich vernahm? Er ist sehr alt. Vielleicht muss man ihm nur die Ohrhöhle ausspülen. Das bezweifle ich. Was hat das Windspiel über das Residuum von Argon gesagt? Sternenrauch, um zu sehen, was einst gesehen ward. Sonnenloser Saft, um zu lauschen, was einst gelauscht wurde. Ein wahres Dickicht von Worten. Ich weiß die Dichtkunst des Hists zu schätzen, doch dies ist nicht gerade ein idealer Zeitpunkt dafür, wie mir scheint. Wie wird uns dies helfen, das Residuum von Argon zu finden? Ich weiß es nicht.
Hoffentlich kann mich Shuwu lehren, wie man diese Worte entschlüsselt. Das wird seine Zeit brauchen, aber ich suche euch auf, sobald ich mehr in Erfahrung gebracht habe. Vielleicht kann auch Freundin Famia helfen. Oder Cassandra. Sie kennen die Steingeheimnisse der Marsch. Sie könnten sich als nützlich erweisen. Cassandra hat mich gebeten, sie in alten Meerhehl zu treffen. Wir werden schauen, ob sie helfen kann. Ja, das ist ein bisschen weiter unten auf der Karte und die haben offenbar diesmal nichts mehr zu sagen. Deswegen würde ich sagen, mit diesem wunderschönen Ausblick auf den Hist und dem Klangspiel, ich liebe diese Teile, ich mache die in jedes Haus, was irgendwie nur ansatzweise naturverbunden ist, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge bei Cassandra selber wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.